was zu sagen habe auf einer Frauenkonferenz. Am Anfang habe ich gedacht, Frauenkonferenz, ja schön, dann habe ich endlich mal frei. Weil ich so viel unterwegs bin. Aber Gott hat sich schon was dabei gedacht. Und zunächst mal finde ich es einfach genial zu sehen, wie Gott einfach sich in seiner unbeschreiblichen Vielfalt ausdrückt. Sonst sind wir ja immer im Hotel, wenn wir Gemeindeversammlung haben oder Gottesdienst oder irgendwas in der Richtung. Und Gott hat der Raffaela die Idee geschenkt, lass uns doch mal was anderes und Originelles machen. Lass uns doch mal was in der Kofferfabrik machen. Und ich finde es so genial, weil einfach das diese Fülle, diese Vielfalt widerspiegelt. Dieses wirklich alles einnehmen wollen. Nicht bloß im Hotel umeinander lungern, hätte ich jetzt beinahe gesagt, sondern rauszugehen, dort wo die Menschen sind, dort wo sie sich im Alltag treffen, dort wo sie ihre Feste feiern, dort wo sie das, was die Welt eben bietet, sich holen wollen. Und dafür ist dieser Platz mehr als gut geeignet. Und mitten da hineinzugehen, das hat Gott der Raffaela aufs Herz gelegt und ich finde es so genial. Und ich bin dadurch beschenkt worden. Einfach diese Idee zu sehen, wie sie entstanden ist. Wir haben, bevor irgendwas unternommen worden ist, darüber geredet. Und diesen Entwicklungsprozess zu sehen, wie Gott aus einer Idee, die er ins Herz legt, durch sein Wort alles ins Laufen bringt. Und dann, nicht bloß, dass man jetzt sagt, okay, jetzt ist man in der Kofferfabrik, jetzt haben wir mal was anderes, jetzt haben wir mal was Cooles, nicht bloß ein Hotel, sondern mal, ja, was Einzigartiges. Sondern es ist so, dass so viele Menschen jetzt zusammengekommen sind, die ins Hotel vielleicht so nicht gekommen wären. Und es hat Menschen verbunden, es hat den Einfluss des Wortes vergrößert. Es hat so viele Menschenleben schon verändert, weil man auch ganz anders zusammenkommt. Im Hotel, da ist man im Hotel und vielleicht geht man nachher noch ein bisschen trinken am Tisch. Die Atmosphäre ist aber ganz anders. Atmosphäre ist ganz anders. Und so wie wir jetzt hier zusammenkommen sind, und ich bin ja wirklich bei jeder Einzelnen jetzt dabei gewesen, kann man sagen, dass es wirklich Gottes Idee war, was Neues zu starten. Sein Wort, das er ausgesandt hat, in seiner Vielfalt auch wirklich das tun zu lassen, was im Wort drinsteckt. Und ich selber habe, obwohl ja vieles für Frauen war, durch manches, was Gott gesprochen hat, Befreiung erlebt, Stärkung erlebt, Bestätigung erlebt. Und das wünsche ich mir, so wie es bis jetzt schon war, die paar Male, dass das noch weitergeht und dass das Zunahme erfährt. Dass das Wachstum bringt und in denjenigen, die schon hier waren, und dass diese Zunahme sich so ausdrückt, dass das Feuer Gottes, das in jeden Gläubigen hineingelegt ist, so an Kraft zunimmt, dass es so brennt, dass Menschen, vor allem zunächst mal Frauen natürlich, weil Frauen gerade in der religiösen Welt nicht unbedingt immer am besten abschneiden, unterdrückt werden, sondern dass das Leben, das Gott uns geschenkt hat, durch Jesus, der zwar ein Mann war, aber der Leben in sich hatte, das er für jeden Menschen hat. Und das soll anfangen zu leuchten, das soll anfangen rauszugehen in die Welt. Und ich kann das als Zeugnis sagen, dass es bei mir begonnen hat, dass es bei vielen Menschen, die hier waren, begonnen hat und darüber hinaus. Menschen haben angefangen, die Menschen zu beobachten, die unter dem Wort waren, als sie hier waren. Und so soll es sein. So soll es sein. Es sind keine tristen Worte, ja, schon wieder Gottes Wort, sondern wirklich reinzugehen in die Fülle, die Gott für uns hat, uns abzuholen und weiterzugeben. Es ist ja nicht, jetzt sammeln wir die Schätze, oh, jetzt bin ich glücklich, ich habe so viel, sondern sein Reichtum ist ja so überfließend, dass man es nicht, ja, man kann es nicht für sich behalten. Wenn man mal angefangen hat, seinen Reichtum zu erleben, dann ist es so riesig, du hast keine Kraft, es mehr zurückzuhalten.
Du kannst es menschlich nicht mehr halten. Wenn Gott dich so voll macht, dann fließt du über. Und das hat Gott im Herzen gehabt. Und das hat Gott der Raffaela gegeben. Und ich bin so froh darüber. Ich bin so froh darüber, dass sie es auch durchgezogen hat. Gegen jeden Widerstand, gegen jede Zweifel vielleicht auch, gegen jeden Gedanken, oh, was bringt das alles? Warum mache ich das überhaupt? Was Gott denkt, das teilt er aus. Und was Gott denkt, das will er tun. Und was er tun will, das hat Erfolg. Und das haben wir hier jetzt schon angefangen, ein bisschen zu sehen. Und ich glaube und ich bete auch dafür, dass das zunimmt und weitergeht. Und es wird heute, hier und jetzt weitergehen. Und darauf bin ich sehr gespannt. Und lasst euch überraschen, Gott ist hier und er lebt. Und wir werden das alle, so wie wir hier sind, erleben. Wir werden das erleben. Und so lade ich jeden ein, die Herzenstüren aufzumachen. Und dann, ja, gibt es kein Halten mehr. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Martin. Ist euch was aufgefallen? Martin, bleib mal da. Ist euch was aufgefallen? Also ich habe mir gerade gedacht, wie ich jetzt da so gesessen bin und zugehört habe, dann habe ich mir gedacht, Martin wird immer hübscher. Ist das nicht so? Und wisst ihr warum? Weil sich das, was innen ist, immer mehr nach außen ausdrückt. Ich habe ihn kennengelernt als ein Spinner, wirklich. Und jetzt steht er da und ich dachte mir, wow. Aber das ist Gott, der von innen nach außen, man kann sich Make-up und was weiß ich draufklatschen und das ist schön, das macht Spaß, das ist ein Vorrecht für uns Frauen. Männer können das gar nicht. Aber die Schönheit können es schon, aber kommt vielleicht nicht so gut. Aber die Schönheit, die von innen kommt, die drückt sich aus. Und da ist der Martin das beste Beispiel. Danke, Martin. Martin hat ein Stichwort gesagt, Feuer, anfeuern. Und das ist auch was der Evangelist macht, was wir hier auch vorhaben, wir wollen euch anzünden. Und Gott sagt, seid immer brennend im Geist. Seid brennend im Geist. Brennt für den Herrn. Brennt. Seid leidenschaftlich. Lasst euch anzünden. Und alles, was obenrum irgendwie euch aufhalten will, das schüttelt es ab. Weil das Erste, worum es geht, es ist Gott. Und alles andere schenkt er dazu. Alles andere schenkt er. Und wir sollen brennend sein. Brennend für ihn. Brennend. Anzünden. Lasst euch heute anzünden. Und jetzt lassen wir uns in die Gegenwart Gottes führen. Gott heißt es auch, er wohnt im Lobpreis. Er wohnt im Lobpreis. Er wohnt in uns, aber auch im Lobpreis. Und so gibt es dann auch Musiker, die jetzt nicht nur einfach eine schöne Musik machen oder begabt sind, sondern sie wollen uns zu Gottes Gegenwart führen. Und genauso unsere Seele zur Ruhe kommen, dass wir Gedanken und alles wegnehmen, vergessen und einfach zu Gott kommen. Und so begrüße ich die Kata und die Andrea. Ja, super. Ist das an? Mhm.